Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West und dem Beagle. Ich versuche gerade einen Weg hier rauszufinden. Ich muss noch da oben. Ja, du, ne? Ja, nun, warte mal. Vielleicht habe ich ja einfach was übersehen. Aber da unten war ich doch schon, oder? Warte mal, ich gehe noch mal dahin. Ja, ja. Also, so hier, hier. Die ist zu. Die hier aber nicht. Ah! Noch mal einer, guck. Habe ich hier irgendwas Schönes gefunden? Das sieht so specialig hier aus. Ah, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß, dass es hier viel zu erledigen gibt, unter anderem Sachen finden, Ressourcen und so ein Kram. Aber naja. Naja. Feuer glimmern? Nein. Einfach nur rotes Licht. Ach, nehmen wir doch einfach diese Leiter hier. Die völlig unauffällige. Die Musik ist ziemlich schön. Okay. Ein Aufzug. Morland muss ihn vor der Überflutung gebaut haben. Geht vielleicht noch. Probieren wir es doch einfach mal aus. Klettern zu müssen. Es ist ein ganz schön langer Aufzug, aber wir sind auch recht tief getaucht. Also es wundert mich, dass Ale da keine Druckprobleme gekriegt hat. Aber sie konnte ja, wie gesagt, auch einfach unter Wasser sprechen. Oh. Was sie getan hat, es hat die ganze Stadt zum Laufen gebracht. Was? Oh. Hoppala. Oh. Aladdin. Die Show, die mein Opa immer wollte. Noch einer. Sein Traum war erfüllt und das Erbe seines Opas gesichert. Der Held blickte auf das Meer an Wüstenlichtern, zu Tränen gerührt. Ach, als ich die Glimmer als Kind sah, hätte ich sie mir nie so vorgestellt. Vielen Dank, Aloy. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Hab ich. Und jetzt muss ich weiter. Oh. Oh. Komm gerne wieder, wenn du kannst. Ich habe mit diesem Ort Großes vor. Ich dachte, du wolltest mit den Glimmern im Anrecht Shows veranstalten. Oh, nein. Das hier ist die Show. Kannst du dir das vorstellen? Dass Leute von überall herkommen, um sich das anzuschauen? Dazu noch Essen und schöne Unterkünfte. Und natürlich verschiedene Unterhaltungsangebote. Vergiss nicht, die Glücksspiele. Da stecken jede Menge Scherben drin. Ein neuer Traum, was? Ich hoffe, ihr macht ihn wahr. Lebt wohl, meine Herren. Und auf einmal macht auch er sich da den Buckel. Dieses Stöbern wird in die Geschichte eingehen. Und das dank dir. Wenn Morland und seine Crew bleiben, sollte ich vielleicht später wieder vorbeischauen. Jetzt muss ich Poseidon zu Gaia zurückbringen. Aber zuerst sollte ich das Osaram-Lager suchen und nach Talana sehen. Mit meiner neuen Tauchermaske kann ich so tief runter, wie ich will. Wie zu den tiefen Wasserstellen, die ich entdeckt habe.
Ja, zum Beispiel. Auf dem Weg zurück komme ich theoretisch an Talana vorbei. Dann machen wir das doch mal. Sind auch nur 800 Schritte, also alles gut. Wie schön das mal ausgesehen haben muss, der Wahnsinn. Ich meine, jetzt unabhängig davon, dass Las Vegas ja sowieso schon so eine erschlagende Stadt gewesen ist, muss es in der Zeit von Horizon Zero Dawn und Forbidden West, bevor die Welt also untergegangen ist, also die alte Welt, noch sehr viel imposanter gewesen sein mit diesen ganzen Hologrammlichtern. So. Oh, da ist ein fremdes Feuer. Das komme ich doch direkt dran vorbei. Lagerfeuer entdeckt. Sehr schön. Den habe ich nicht getroffen. Wie unfair. Nee, Wildi, dich brauche ich in der Tat nicht. Ganz schön hier quiekerige. Ich muss ihren Anführer loswerden. Vielleicht zieht sich der Rest dann zurück. Nein. Nicht. Lagerfeuer gefunden. Sehr gut. Ach. Der Langhals sieht beschädigt aus. Sollte ich mir genauer ansehen. Der Langhals da? Umgeben von was? Feuer macht dir nicht viel Schaden. Warte mal. Kann ich dich denn freisetzen? Ich weiß es nicht. Irgendeinen Langhals kann ich noch nicht freisetzen. Das ist, weil ich nirgendwo drauf komme quasi. Ja, komm, Aloy. Dieses Ding schießt Anker? Sie wollten den Langhals zu Fall bringen. Wurden aber von den Maschinen überrascht. Ja. Wenn sie bloß irgendwie da hochkommen und den Schaden untersuchen. Es sei denn, ich hole den Langhals selbst runter und versuche ihn am Boden zu reparieren. Das wird nicht schön. Ne. Aber zumindest wird er repariert. Müsste es noch mehr als nur eine von geben. Noch mehr tote Osserer. Sieht aus, als hätten sie eine Maschine mit sich gerissen. Nee, irgendwie gerade nicht. Hier gerade nicht. Hier auch nicht. Ah. Ja, ich komm. Alles gut. Okay. Und ich würde sagen, jetzt. Naja, oder auch nicht. Und ich brauche mehr Anker. Ich weiß, dass die Osseram hier weitere Ballisten platziert haben. Ich muss sie nur benutzen. Okay.
Also, schauen wir mal. Was ist denn jetzt auf mich aufmerksam geworden? Nein, ich habe keine Zeit für euch. Oh, hallo auch. Wahrscheinlich gibt es hier noch weitere Anker. Ich muss sie finden. Mhm. Mit ihnen bringe ich den Langhals zu Fall. Noch eine Balliste. Sie hat einen Anker, den ich brauche. Ich habe leider gar keine Zeit für ihn. Hat das jetzt nicht funktioniert? Hat es nicht funktioniert oder was? Wieso hat das denn jetzt nicht funktioniert oder wie? Hä? Wie? Wieso hat denn das nicht funktioniert? Richtig. Schon, danke. Nochmal. Ja, komm schon. Warum geht das nicht? Sollte schwer genug sein. Noch mehr Maschinen. Ich muss mich beeilen. Ja, ich weiß. So, jetzt muss ich erstmal hier looten. Nein, keine Vögel! Alles nur keine Vögel! Gehen die mir am Sack. Vögel, einfach Albtraum. Ist doch lächerlich. Ich hoffe, das war's. Okay. Jetzt muss ich aber mal schauen,
Abseits dessen, dass ich keine Küche. Nehmen wir an, da wo das schöne blaue Licht ist, ist das nächste, was ich suche. Korrekt? Ich habe nur noch 3 Tränke. Wie schön. Ist hier irgendwo. Und ich habe doch hier auch noch irgendwas gesehen gehabt. Aber das sieht doch gut aus, es könnte hier noch was sein. Ah, Grauhabichte, oder? Ich habe die Balliste bereits verwendet. Ich sollte hier nach anderen suchen. Ja, danke, Aloy, danke. Ey, ohne Scheiß, wo könnte denn noch eine Balliste sein? Ich weiß, dass die irgendwo im Eck war, aber ich war jetzt gerade hier im Eck und hier ist nichts. Zumal sie ja hier auch nicht umsonst Gegner hinschmeißen, da bin ich mir auch recht sicher. Ach komm, sag mir nicht, ich hab's jetzt verpasst und jetzt stehe ich hier in meinem kleinen Hemdchen, Mensch. Also ich habe die jetzt schon gesehen, ja, hier. Ne, doch nicht, doch, nein. Ja, nein, vielleicht. Hä? Wollt ihr mich trollen? Ein altes Fass, aber keine Balliste hier. Wo war denn die dritte Balliste? Vielen Dank für diese unglaublich hilfreiche... Warum kann sie den Scheiß nicht scannen? Ach, da oben, da oben. Ich hab sie. Den Anker, dann benutze ich ihn. Mir egal. Los, komm, Aloy. Ran an das Ding. Oh, er ist noch weit genug weg. Müssen wir jetzt warten. Als wären Langhälse nicht gemächlich genug unterwegs. Was kommt da eigentlich angetrottet? So auf, genau auf mich zu. Ja nun. Sieht aus, als hätte er mich gesehen, ne? Ja, ich fürchte schon. Aber eventuell schaffe ich es, bevor er bei mir ist. Nein. Au. Ey, Leute, nimm doch den scheiß Trank. Der Schmerz ist nach.
weiß, das war jetzt nicht das Günstigste, was ich machen konnte. Mann! Ach, dieses Ding nervt mich. Und Aloy hat schon wieder keinen Trank getrunken. Was hat sie damit zu tun, einen Trank zu trinken? Mann, ich habe auch keine Tränke mehr. Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Das seh ich mit. Weh, ich muss jetzt alle Bastille noch mal machen. Mit einer Balliste kann ich diese Maschinen sicher besiegen. Ich schwöre, wenn ich jetzt alle noch mal machen muss, alle, dann kann der von mir aus verrotten. Ich muss die... Ne, zwei hat er dranhängen, okay. Wo geht der Kleine denn hin? Och, Aloy! Noch eine Balliste. Und sie hat einen Anker, den ich brauche. Was hat mich gesehen? Dieser Rotzvogel. Aloy, lass doch bitte los! Lass doch bitte los! Oh, ist das vom Spiel so programmiert, dass diese Rotzviecher zu mir kommen, oder was? Ist es das, ja? Wollt ihr mich so finüken? Wie brüchig. Kommst du Mistvieh zu mir? Warum kommst du zu mir? Geh doch nach Netto. Oh, jetzt sind hier noch mehr. Wo kommt ihr her? Ich verstehe es nicht, Leute. Ich verstehe es wirklich nicht. Bin ich gleich schon wieder tot, ey. Warum bist du nicht betäubt? Trink doch den Trank, du dumme Pute! Oh, ich hasse Vögel! Jedes Mal kaum taucht ein Vogel auf, hast du einen Partycrasher mit dabei. Meine Fresse, nee. Trink den Trank. Trinkt ihn. Ja.
Jetzt lass nach, jetzt hab ich die alle am Arsch! Wer hat sich die Scheiße ausgedacht? Wer? Wer genau? Erklärt's mir bitte. Wer hat sich ausgedacht, dass das eine geile Idee ist? Und vor allen Dingen, wie weit kann das Scheißvieh spucken? Hallo, Aloy. Oh, meine Fresse. Nee, dann nimm den normalen Pfeil. Auch gut. Jetzt ist der schon wieder da. Jetzt ist der schon wieder da. Hast ein Tracking-Mobil bei mir drin gemacht, oder was? Der hat kaum Schaden genommen, der Pepper. Mann, das macht doch gerade keinen Spaß. Was soll das? Du Lemurensohn! Ich habe auch keine Heilung mehr, weil ich Aloy bin. Vielleicht bin ich wieder tot. Einfach aus Prinzip. Da steck ich ein. Ach, komm, nee. Dämlicher Geier, stirb. Er will nicht sterben. Er will nicht sterben. Er hängt am Scheißleben. Ey, nein. Nein, herstellen kann ich die Scheiße natürlich auch nicht, wenn ich sie brauche. Warum auch? Wer braucht schon Heilung? Mann! Du Pisser, wie weit kannst du deine Scheißsäure machen? Sie werden weiterziehen. Nee, sie werden nicht weiterziehen. Der trackt mich hier down. Meine Fresse nehmen, meine Fresse nehmen. Schön in die Säure rein. Ab in die Säure. Ich wollte nur kurz den Langhals machen. Nur kurz. Genau, was ich brauche. Ey, nur kurz ist bei Aloy einfach nie drin. Löschwasser. Ich habe aber keine Löschwasserpfeile. Na, du Pisser. Erledige es doch bitte einfach, Aloy. Bitte. Bitte.
Dankeschön, Dankeschön. Geh da drauf. Geh einfach nur da drauf. Ach, natürlich ist er ganz da hinten. Wir haben ja auch nur 10 Minuten überzogen, ne? Das machen wir jetzt aber noch. Das sind so Situationen, wo ich mir einfach denke, gameplay-technisch hat auch Horizon Forbidden West seine Schwächen. Gerade wenn solche Kackvögel da sind oder dieses Kackteil da. Er ist sehr gechillt unterwegs. Er hat alle Zeit der Welt, während ich mir denke, ich würde jetzt gerne einen Cut machen, aber... Nein. Aber wenigstens haben sie sich nicht dazu entschieden, dass konstant Gegner hier hinkommen. Ist ja auch schon mal was. Langhals, hast du es jetzt bald? Ich verstehe, dass sie sagen wollten, ja, wir machen mal was anderes mit den Langhälsen und so, aber... Das war jetzt für mich ein Pain in the ass, nur weil ich mal kurz einen Langhals machen wollte, ne? Wieso komme ich eigentlich überhaupt auf die Idee, einen Langhals zu fangen? Ich meine... Ups. Was ist los, ey? Tut mir echt leid, mein Großer. Aber wenn ich dich überbrücke, finde ich heraus, was ich reparieren muss. Armer Langhals. Hi, du. Damit haben wir den hier auch. Puh. Zu diesem Osserim-Lager werde ich nächstes Mal hinlaufen. Also ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Wir haben den Langhals doch noch geschafft. Oh Wunder. Und haut rein.